schön, dass ihr meine T-Shirt auch habt. So, ich finde das T-Shirt auch schön. Darf ich mir das gehalten? Ja, das schenke ich. Yes. Dankeschön. Ja, liebe Zuseher, sind wir hier in den Kirchen bei Natascha Nemitz Reisen im Reisebüro direkt. Hallo Natascha, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich muss gleich am Anfang sagen, die Natascha ist eine wilde Henne, weil die macht Sachen. Willst du das gleich verraten, was du gemacht hast? Ja, also die wilde Henne möchte ich auf alle Fälle gleich aufklären. Ja, also ich bin am Sonntag von 4000 Meter vom Flieger gesprungen und das meinst du wahrscheinlich wegen der wilde Henne, weil sonst ist alles gut. Ich habe die Bilder gesehen, also das ist unglaublich und das alles gibt es bei Natascha Nemitz Reisen. Aber fangen wir mal vom Anfang an, du hast mir schon ein bisschen erzählt, vor 23 Jahren hast du gegründet, hast du entschieden, ein Reisebüro aufzumachen. Was waren deine Beweggründe und was gibt es bei dir als Natascha? Naja, mir ist es schon in die Wiege gelegt worden. Meine Eltern hatten ja ein Reisebüro und ein Busunternehmen in Neunkirchen, wo ich auch gelernt habe und das Wissen meiner Eltern mitnehmen durfte. Und dann hat sich das Büro in Glocknitz ergeben, dass das frei geworden ist und immer denkt so, und das mache ich jetzt. Und seitdem gibt es mich, genau. Das heißt, den Glocknitz begonnen und dann in den Kirchen ist weitergegangen. Genau. Gut, das Wort maßgeschneidert. Was kannst du über maßgeschneidert, Natascha Nemitz Reisen und sagen? Ja, also wir sind eben nicht nur Vermittler, sondern wir sind auch Veranstalter. Das heißt, uns ist möglich, alles zu organisieren. Ja? Ob es jetzt ein Essen ist am Eiffelturm oder ein Tandemsprung oder eine Ballonfahrt habe ich selbst auch gemacht, jetzt in Marrakesch, in Marokko, über den Atlasgebirge. Ja, einfach bausteinmäßig können wir alles buchen. Wir haben unsere eigenen Agenturen weltweit und von dem her ist es uns möglich, wirklich die Reisewünsche unserer Kunden zu erfüllen. Das finde ich toll, du hast das eh gerade gesagt, Marrakesch, Paris, überall, du bist auf der ganzen Welt schon gewesen und du konntest ja was mitnehmen und das, was du mitgenommen hast, habe ich schon gesehen, ja, hast du hier einen Kalender gemacht. Bitte, was ist das, Natascha? Ein Kalender ist nicht, aber es ist ein Katalog, ein Traumreisenkatalog habe ich hauptsächlich gemacht für unsere Hochzeitsausstellungen, weil wir sind natürlich auch auf Hochzeitsausstellungen präsent, weil wir auch Hochzeitsreisen organisieren. Ich habe selbst 2012 auf den Malediven geheiratet, somit weiß ich, von was ich spreche und das ist eben jetzt unser erster Katalog mit lauter Honeymoon-Reisen. Also das schaut ja wirklich sehr, sehr gut aus, vor allem das Tolle ist, das basiert auf Erfahrungswerten. Genau. Wahnsinn, also das ist wirklich, man fühlt sich ja wohl bei deiner Tasche, weil die weiß wirklich, glaube ich, was die Leute wollen. Was zeichnet jetzt dich und dein Unternehmen aus? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie ist das Team? Wie funktioniert es bei euch? Ich glaube, das Engagement und die Leidenschaft zum Beruf. Wir machen gerne, was wir tun. Wir haben auch super tolle, liebe Kunden. Wir verkaufen nicht einfach eine Reise, sondern wir stellen auch einen Kontakt her zu den Kunden. Und ja, das Persönliche, so das Wort habe ich jetzt gesucht, ja, die Persönlichkeit. Persönlichkeit, genau. Sag es doch, wie es ist, Natascha, Persönlichkeit. Nein, das merkt man bei dir, weil du bist eine Persönlichkeit, ja. Das spürt man bei der Natascha. Meine Mitarbeiter genauso, also die sind auch mit voller Leidenschaft dabei und wir sind ein super gutes, zusammengespieltes Team und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn nur gemeinsam ist man stark. Man kann gerade sehen, da hinten wird fleißig beraten. Ich habe ja schon gesehen, neue Kataloge, neue Reisen, Pferde, Euro Disney, was gibt es jetzt? So ganz nice, up to date hier? Also up to date, also ist immer auch immer up to date. Was gibt es gerade bei dir so? Nicht so viel. Also Ayurveda-Reisen bin ich auch spezialisiert, mache ich selber seit 10 Jahren. Also es geht auch sehr gut, eben die Pferde hast du schon erwähnt. Ja, Segelreisen machen wir auch, habe auch das kroatische Patent gemacht, habe auch den den B-Schein gemacht und arbeiten in Kroatien mit einer ganz tollen Segelagentur zusammen. Das geht auch recht gut. Ja, und die Pauschalreisen. Und aktuell ist jetzt natürlich Juli, August, ist Europa, Griechenland, Spanien und im Herbst kommen die Städte. Und jetzt fangen auch schon wieder die Buchungen an für die Fernreisen. Liebe Leute, man merkt so richtig, da gibt's am besten, kommt's her. Ich hab da noch ein Special hergerichtet, da hast du ja auch noch was, vielleicht magst du ein bisschen was dazu in Jochen Schweizer, tolle Angebote, angefangen von Autos, was gibt's da? Nach dem Sprung eben angefangen, hat er ja wahnsinnig viele Angebote im Sortiment und es freut mich sehr, dass ich dazu buchen darf und ja, dass wir da zusammenarbeiten. Der Jochen Schweizer und ich und das hat mir sehr viel Freude auch gemacht, gerade in der Corona-Zeit war das auch so eine Hilfe und ja. Du hast wirklich einen Tandemsprung gemacht. Ja, und war mega geil. Ich nehme das Auto, ist mir lieber. Ja. War wirklich Hut ab, Respekt. Wilde Henne einfach, das ist auf den Punkt gebracht. Gut, jetzt sind wir schon am Schluss vom Interview, bist du erleichtert?
Eher ein bisschen. Liebe Natascha, die berühmte Frage, die ich immer stelle, wo kann man die finden, gibt es eine Website? Natürlich, www.nemetz-reisen.at. Immer, liebe Leute, da unten eingeblendet. Ja, ich sage danke, dass ich heute da bei dir habe sein dürfen, einen Einblick gekriegt habe. Ich schnapp mir dann das Auto, gehe fahren und du machst mir einen Tandem-Sprung, hätte ich gesagt. Ja? Okay. Na, passt. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und denkt dran, wenn ihr reisen wollt, Natascha, nehmt's reisen. Baba, tschüss.